So. Geht's jetzt mit dahin? Warte mal. Also dieser Typ hat sich da eingeschlossen. So. Damit er schön fernsehen kann. Okay. Ja, wie es aussieht, Nahkampf hat er nicht drauf. Ist ja scheiße. Warte. So, gehen wir mal kaputt. Jetzt hier, neue Flasche, dankeschön. So. Ist die Frage, wie mache ich das jetzt? Flasche über den Kopf, bringt das was? Kann ich mal versuchen. So. Moment, kann ich auch hier, ist da etwas? Ist nichts, okay. Gut. Okay, neuer Versuch. Tja, wie mache ich das? Ich will Ihren Vorgesetzten sprechen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Holen Sie den Vorgesetzten. Der ist nicht da. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mich beschweren. Da müssen Sie zum Tresen rechts von Ihnen. Gut. So, ich mache mal einen Versuch. Kann ich damit die Lampe kaputt machen? Cool. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Okay. Tja, seltsam, nicht wahr? Ist echt seltsam. Wie lange willst du das noch anstarren? Damit wird es auch nicht mehr heile. Ist kaputt. Willst du mich verarschen? Hass uns mal. Ja, das Typ da. Verdammt. Okay, ist das denn ernst? Der bleibt jetzt die ganze Zeit so. Okay, mach doch mal. Hier ist niemand. Hier ist echt niemand. Okay, der muss zuerst weg. So. Was? Da hat sich was bewegt. Nee, hier ist nix. Um Himmels Willen! Du blöde Sau, ich sagte doch, hier ist nix. Wer sind Sie? Ich bin niemand. Hör auf zu schießen, hier ist niemand. Sagte doch, hier ist niemand. Mann, ist ein scheiß Typ. Puh. Nee, hier ist niemand. Hier ist niemand. Nein! Oh Mann! Gott! Alles nur, weil ich das scheiß Typ so beschissen schießt. Oh. Jetzt reicht's mir aber. Halt's Maul, du störst! Was? Wer sind Sie denn? Toll, jetzt selbst das. Selbst damit trifft er nicht. Hey, dieser Typ. Okay, das wird dann noch ein Spaß. Nee. Verdammt. Wieso hast du mich jetzt gesehen? Du Scheißtyp?
Jetzt auf, jetzt bewegt das sich. Ist das denn ernst? Jetzt bewegt das sich. Na los, komm her, du scheiß Typ. Komm her, du scheiß Typ. Komm her, Mann! Penner! Verdammter Penner, ey! Ich hab dich! Blöder Sack! Gott, was du ätzend! Okay, und jetzt? Und jetzt? Du Scheißtyp, komm her! Halt's Maul und komm her! Blöder Penner, ey! Kannst froh sein, dass dieser Lambert keine Zivilistenleichen haben will. Ansonsten würde ich jetzt Dinge mit dir anstellen. Verdammt nochmal, so, geh dahin. Blöder Sack. Meine Fresse, ey. So. Okay, was habe ich denn da jetzt? Los, geh nach unten. Ruhe und Ordnung, meine Herren. Sie alle werden bei der politischen Kundgebung am nächsten Freitag auf dem Morevi-Platz als Gruppenführer für Ruhe und Ordnung sorgen. Nikolazes Leute haben mich gewarnt, dass der Präsident vorhat, ein paar äußerst provozierende Äußerungen von sich zu geben. Er stachelt die Leute auf. Bereitet euch auf ein paar große Nachrichten in den nächsten paar Wochen vor. Oh Gott, was ist das denn? Tschüklierwatze. Seien Sie ein bisschen vorsichtig mit dem Tränengas. Wir wollen, dass die Leute wütend sind, nicht, dass es eine Revolution gibt. Haltet euch an die Schlagstöcke, Hauptmann. Berikashvili. Okay, interessant. So, was hätten wir? Okay, was jetzt? Hier raus. Wo bin ich denn hier? Okay. Haupteingang. Muss ich da hin? Wie soll er hier zum Obergeschoss oder so? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Hier gibt's nichts. Wie komme ich da hin? Obergeschoss. Klettern. Irgendwo, irgendwie. Okay. Was? Wo soll ich jetzt hin? Ja. Ach so. Na gut, wir können uns eigentlich auch vorbeischleichen. Das würde auch gehen, aber andererseits. Ja, wie schon gesagt, mein Drang, alles zu erforschen. Alles mitzunehmen. Hier sind zwei Typen. Okay, warte mal. Einmal speichern. Da, wir haben immer noch keine Munition. Müssen damit auskommen.
Ganz ruhig. Okay. So, Moment. Du gehst mal schön dahin. Gute Nacht. So. Schön leise. Okay, sonst ist ja niemand. Nur noch der. Gut. Dann komm mal her. So. Na los. Und hab dich. Was soll ich dich jetzt hinbringen? Zu diesem Typen da. So. Okay. Gute Nacht. Und ich fülle mal die Tasse auf. Mit dem Blut von diesem Typen da. So. Gut, das hätten wir. Haben wir es verdient. Das schöne Blut. Okay, ein bisschen. Keine Munition. Da ist nix. Ist hier was? Aha. Noch ein Stick. Schön. Widerstand bei der Festnahme, Gizo. Ich möchte, dass Sie vorbeikommen und den Portier vom Hotel Bear Kurebi zur Befragung aufs Revier holen. Lassen Sie sich ein paar passende Anschuldigungen einfallen. Etwas, worüber er die Klappe hält. Vielleicht Sodomie oder noch peinlicheres. Wenn Sie ihn dann auf dem Revier haben, sorgen Sie dafür, dass er Widerstand bei der Festnahme leistet und brechen Sie ihm etwas, was weh tut. Ein kleiner Gefallen für einen sehr einflussreichen Freund. Machen Sie Ihre Sache gut und wir werden beide finanziell profitieren. Okay. Ist ja toll. Computer benutzen. So, jetzt hier benutzen, nicht benutzen, nicht benutzen, okay. Hier benutzen, benutzen, nicht benutzen, okay. Wo als nächstes? Okay, warte mal, nee, nicht das. Lass er mal benutzen. So. Da sollte ich jetzt auch mal öfters tun. Okay, interessant. Hier ist nichts. Wir können das abbrechen. Achso, okay. Gut, dann Dietrich. So. Gut. Dann hier. Gut. Einmal nach oben und fertig. Schön. So. Was ist das denn? Okay. Oh, gut, Munition. Dankeschön. Perfekt. Jetzt sind wir wieder da. Schön. Geistern! Hui! Okay. Na, der wundert sich nicht, ist wohl bewusstlos. Schade. Das wäre so schön gewesen. Na schön, wir sind wieder da. Mit Munition. Und dann jetzt, wie gesagt, immer speichern. So. Ja, aber das kann ich nicht benutzen. Warum leuchtet das so seltsam? Okay, mal schauen. Was haben wir denn hier? Hier ist mal nix. Was haben wir denn hier? Ha. Noch ein Stick. Ist ja toll. Drei Mann im Streckverband. Chef, ich bin gerade aus dem Krankenhaus zurück. Ungefähr 2/3 Mann dort sind weiterhin in einem kritischen Zustand. Der Polizist, der die Aussagen der Ärzte aufnahm, hatte eine genaue Beschreibung derjenigen, die die Männer angegriffen haben. Ihr Freund Grinko und so ein riesenhafter Kerl namens Nikolai. Okay. Vielleicht sollen Sie mal den Polizeichef vom östlichen Revier
einen Besuch abstatten, falls sie nicht möchten, dass ihre Freunde mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als sie im Moment gebrauchen können. Interessant. Okay. So viele Freunde. So. Ist besser so. Immer schön dunkel. Ist unser Freund. Okay, können wir da rein. Müssen knacken. Okay. Müssen knacken. So. Mach das mal aus. Oder, ne, okay. So, ist interessant. Mit Nachtsicht. Sieht das so aus. Okay. Wer bist du? Können nicht reden, okay. Tja. Okay. Na gut, dann tschüss. Dann lassen wir ihn halt so. Ist unwichtig. So, wen haben wir denn hier? Ne. Toll. Falscher Knopf gedrückt. Hier ist doch wer. Ach. Okay. Dann gute Nacht. Kann nicht verhören. So. Gut, was haben wir denn da? Zeig mal her. Gute Arbeit, Fischer. Wir scannen jetzt die Videobänder. Ja, mach das mal. Das ist unser Mann. Haben ihn auf frischer Tat erwischt. Kannst du sein Gesicht durch Echelon jagen? Schon geschehen. Hey, seht mal, ein Nummernschild. 84 KP 214. Fantastisch, Fischer. Wir haben, was wir wollten. Treff dich mit Wikes, deine Arbeit ist getan. Wir melden uns später bei dir, wenn das Material gesichtet ist. Okay, schön. Das heißt, wir können abhauen. Ja, nice. Oh, der hat eine Tasche. Was hast du denn da? Ein Nähstick. Cool. Wieder ein Nähstick. So. Givi? Fragezeichen. Giso. Ich traue Kafsatze nicht über den Weg. Ganz egal, mit wem er verwandt ist. Ich will nicht, dass er auch nur bis auf Sichtweite an unser Pferd herankommt. Wo geht er denn am Pferd? Interessant. So, so. Okay. Was jetzt? Können wir nach Hause gehen? Oder wie? Wir können gehen. Okay. Dann gehen wir. Und zwar hier. Können wir hier gehen? Na, cool. Wir haben es geschafft. Nice. Hat auch nur über eine Stunde gedauert, diese Mission. Cool. Arm des Gesetzes. Hui. Die Leichen der Agenten Madison und Blaustein wurden in der Leichenhalle der Tiefließer Polizeiwache gefunden. Bevor sie nach Georgien entsandt wurden, erhielten sie Pulsender unter die Haut implantiert. Diese Implantate werden entfernt und von einem Mann namens Vyacheslav Grinko ins georgische Verteidigungsministerium gebracht worden. Okay. Interessant. Das ist passiert. Sind Wegstationen des steten Aufstiegs der Wirtschaft Georgiens. Das Land, das früher eine zentrale Rolle in der Rüstungsindustrie der UdSSR spielte, ist wieder in den Reihen der großen Rüstungsexporteure vertreten. Verträge mit Russland, der Türkei, Deutschland und sogar hat den Bedarf für eine in dieser Zeit besonders wichtige, sichere Ölversorgung im Mittleren Osten hervorgehoben. Wirtschaftsministerin Moore sprach heute von den unglaublichen Ölvorkommen Aserbaidschans und rief amerikanische Investoren auf, Geld für die Erschließung dieser Vorkommen bereitzustellen. In vielen Aspekten ist er ein Produkt einer vergangenen Ära. Seine Ideale sind konservativ und seine politischen Überzeugungen stammen weitgehend aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und das disqualifiziert ihn als Politiker? Nein, nein, im Gegenteil. Nicolazze ist ein guter Politiker. Er hat für die Industrie Wunder vollbracht. Er ist ein brillanter Taktiker. Es ist mehr eine Frage der Ethik. Und ethisch gesehen? Nun. Okay, decken Sie Präsident Nicolazes Geheimnis auf. Die CIA-Agenten Blaustein und Madison waren zu nah
an Informationen unter dem Schutz des georgischen Präsidenten Kombai Nikolaze gekommen, was ihr das Leben kostete. Vyacheslav Grinko, ein russischer Söldner, ist tief in Nikolazes Geheimnis verwickelt. Die zwei Männer planen ein Treffen im Verteidigungsministerium. Interessant. Boah, das ist ja toll hier. Boah, diese Kulisse da. Eine positive ID deines Ziels von einer Sicherheitskamera. Es handelt sich um einen gewissen Vyacheslav Grinko. Wie finde ich ihn? Anhand seines Kennzeichens. Und was, wenn er nicht im Auto ist? Dann wird es ein Fahrer sein. Schnapp ihn dir und bring ihn zum Reden. Wirst doch gerne mal ein bisschen grob. Wer, ich? Grimms Dottier hat soeben den Grundriss des Ministeriums besorgt. Sie haben im Hof ein aktives Lasersicherheitsnetz. Also halte ich mich vom Hof fern. Du darfst keinen Alarm auslösen. Wir haben für diesen Einsatz immer noch keine Genehmigung von oberster Stelle. Ein Fehltritt und die Mission ist vorbei. Oh shit. Okay, kein Alarm. Das ist ja scheiße. Na schön, was haben wir da für Informationen? Zeig mal her. So, was haben wir denn da? 1 und 2. 1 und 2. Aufzug, Abholpunkt. Das ist ein toll. Boah, was ist das denn? Ernsthaft, was ist das? Gegen ein heiliger Typ. Was ist der? Keine Informationen über den Typen. Ist mir aber egal. Scheiß auf den. Okay, wir dürfen da nicht zum Hof. Tja, was dann? Hier runter, okay. Schön vorsichtig. Hui. Nein, was ist unsere Mission? Genau, sag mal her. Ostflügel des Ministeriums infiltrieren. Befragen Sie seinen Fahrer, wo sich Grinko aufhält. Ist die gescheitert, okay. Befindet sich in der Tiefgarage. Tiefgarage, okay. Gut, aber ich darf ja nicht in den Hof. Was dann? Was jetzt? Ach, warte, kann ich da hochklettern? Da? Das Ding da? Ah, okay. Moment. So, schon hier hin und jetzt da. Puh, okay. Ach, da sieht man die Laser. Interessant. So, Moment, jetzt, was habe ich da? Lasermikro? Was ist das denn? Was soll ich damit? Einweg Dietrich. Okay. Okay, hier ist niemand. Gut. Gut. Oh shit. Okay. Nicht gut. Ich stecke in Schwierigkeiten. Nee, hier ist niemand. Wie soll das mitbekommen? Ich habe einen Schalldämpfer, verdammt. Ich habe einen Schalldämpfer. Okay, das mache ich nochmal. Bitte funktioniere.